Wir haben hochreine Nickel-Titan-Form-Gedächtnislegierungen entwickelt, die für den Einsatz in der Medizintechnik gedacht sind. Die Reinheit der Werkstoffe ist von ganz großer Bedeutung für die Lebensdauer und auch für die Eigenschaften, die man in der Herstellung der Werkstoffe dann letztlich erzielen kann. Und uns ist es gelungen, innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit durch die Optimierung unserer Schmelztechnologie die Anzahl und auch die Größe von Verunreinigungen in dem Werkstoff signifikant zu reduzieren. Wir haben die letzten Jahre sehr intensiv in der Automobilindustrie gearbeitet und um die Bedürfnisse der Applikationen, die dort gefragt sind, abbilden zu können, waren wir gezwungen, neue Legierungen, neue Werkstoffe zu entwickeln und auch die Prozessketten zu entwickeln, mit denen diese Werkstoffe dann verarbeitet werden können zu Komponenten. Dieses Know-how, was wir hier aufgebaut haben, ist letztendlich übertragbar auch auf andere Anwendungen und auf andere Legierungen. Und als wir 2019 entschieden haben, uns eben auch der Medizintechnik zuzuwenden, haben wir mit den Marktteilnehmern Kontakt aufgenommen und die Bedürfnisse erfragt, welche Werkstoffe mit welchen Eigenschaften braucht ihr, und haben dann in relativ geringer Zeit dann eben diese neue Klasse an Nickel-Titan-Legierungen entwickelt, die dadurch herausragt, dass wir besonders wenig und besonders kleine Verunreinigungen in den Metallen drin haben. Und das hat letztlich gravierende Konsequenzen auf die Eigenschaften dieser Werkstoffe und auch auf die Lebensdauer. Ich glaube, oder wir glauben, was einen riesigen Fortschritt bringen würde, wäre eine neuronale Schnittstelle. Die Schnittstelle zwischen dem Mensch und der Technologie, weil wir dadurch das Lernen beschleunigen können. Und wir sehen, dass Forschung immer weitergeht. Wir werden immer spezieller. Wissen ist eine Ware, die immer mehr wird. Und es ist natürlich ganz, ganz schwierig, dass man als junger Mensch, wenn man in diese Welt hineingeboren wird, in einen Zustand, der kommt, in dem man für die Gesellschaft wertvoll ist. Und das bedeutet, dass eben auch die Ausbildungszeiten immer länger werden. Und durch so eine disruptive Technologie könnten wir vielleicht das Thema Lernen extrem verkürzen, hätten mehr Lebenszeit, um produktiv zu sein.